Jetzt mach bloß keinen Scheiß mit mir. Wir beide wissen ganz genau, ihr alle hier drin in diesem Pissloch, die zugekoksten Püppchen genauso wie die atmenden Roboter. Ihr gebt euch irgendwelche beschissenen Bühnennamen, damit ihr euch hinterher nicht schämt, wenn ihr Wildfremden eure Fotzen und eure Arschlöcher zeigt. Wie heißt du? Daniel. Ich heiße Daniel Wolf. Und du? Alles. Alles Ayres. Ich bin Larry. Der Doktor. Du bist wunderbar. Vergiss das nie. Das ist ein guter Ort, um Fremde aufzureißen. Ein guter Ort, um Fremde zu fotografieren. Nette Perücke. Dankeschön. Komm her. Ich küsse keine fremden Männer. Flirtest du hier mit mir? Ich auch nicht. Wenn du Anna liebst, dann lässt du sie gehen, damit sie glücklich wird. Sie will gar nicht glücklich werden. Jeder will glücklich werden. Ich bin keine Diebin, Alice. Als ob du keine Wahl gehabt hättest. Es gibt einen Zeitpunkt. Es gibt immer einen Zeitpunkt, Anna. Ich kann das tun, ich kann dem nachgeben oder ich kann ihm widerstehen. Die Sprache ist alt. Es gibt keine neuen Worte dafür. Ich liebe dich. Tust du nicht. Wovor versteckst du dich? Vor allem. Wieso sollte ich dich verlassen? Ich liebe dich. Was soll das? Hast du Kinder? Nein. Möchtest du welche? Ja, aber nicht heute. Warum ist der Scheißsex so wichtig? Weil ich so ein beschissener Höllenmensch bin! Machst du es dir, während er dich fickt? Ja. Und er? Mein Gott, wir tun alles, was Menschen tun, die Sex miteinander haben. Du wickst du ihn, ja? Ja. Und manchmal bläst du auch seinen Schwanz. Ja. Du magst seinen Schwanz. Ja, ich liebe ihn. Und magst du es auch, wenn er dir im Gesicht kommt? Ja. Und wie schmeckt er? Der schmeckt wie du. Nur süßer! Ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Jetzt verpiss dich und verreck, du verschissene Fotze. Ihr seid kalt bis aufs Herz. Hey, was muss man in diesem Scheißladen eigentlich tun, um mal ein Fünkchen Herzenswärme zu bekommen, ha?